ein Nazitäter auf der Flucht. 15 Jahre kann er sich verstecken. Dann wird er entdeckt und nach Israel verschleppt. Bis heute liegen wichtige Prozessdetails im Dunkeln. Der Fall Eichmann, jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Für deutsche Zeithistoriker war es der Sensationsfund des vergangenen Jahres. Eine unscheinbare Aktenkarte im Archiv des BND, auf der Geheimdienstmänner 1952 ordentlich notierten, was sie über den Verbleib von Adolf Eichmann wussten. Steckbrieflich gesuchter Cheflogistiker des Holocaust. Sie wussten, was sie angeblich nicht wissen konnten. Das besagte Eichmann nämlich unter falschem Namen längst in Argentinien lebte. Deckten offizielle deutsche Stellen also über viele Jahre einen der wohl meistgesuchten Nazitäter? Der Fall Eichmann steckt auch 50 Jahre nach dem Ende des Prozesses voller offener Fragen. Welches Licht die neu entdeckten Quellen auf die ganze Sache werfen, zeigen unsere Autoren Ute Bönnen und Gerald Endres. Mai 1960. Agenten des israelischen Geheimdienstes entführen Adolf Eichmann aus Argentinien. Der Vorwurf wiegt schwer. Massenmord an 6 Millionen europäischen Juden. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Der Fall Eichmann sorgt für Panik bei manchen Deutschen. Man wusste nicht, an wen Eichmann sich alles erinnern würde. Man wusste einfach nicht, kennt Eichmann mich? Wird er, wenn er aussagt, meinen Namen nennen? Wird er wissen, was ich getan habe vor 15 Jahren? Und das machte Angst. Auch Bonn ist alarmiert. 15 Jahre nach Kriegsende geht es um Deutschlands Vergangenheit und das Ansehen der jungen Bundesrepublik in der Welt. Wie wird Kanzler Adenauer reagieren? Und welche Rolle spielt der Bundesnachrichtendienst bei der Jagd auf Hitlers Helfer? Schlüsselfigur im Verfahren gegen Eichmann ist der israelische Polizeioffizier Avner Less. Er soll den Angeklagten im Verhör überführen. Viele Stunden sitzt er Eichmann gegenüber. Keine einfache Situation für den gebürtigen Berliner Avner Werner Less, der einst vor den Nazis geflohen war. Jetzt bietet sich der Massenmörder bei ihm an. Da sagte zu mir, Herr Hauptmann, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Haben Sie noch Geschwister? Wo sind Sie geboren? Ich sagte ihm, wo meine Geschwister sind. Und Ihre Eltern, leben die noch? Sagte ich ihm, nein, meine Mutter ist 1933 in Berlin an Krebs gestorben. Und meinen Vater haben Sie am 12. Januar 1943 mit dem letzten Transport aus Berlin deportiert und von dort nach Auschwitz. Da schaute mich Eichmann an, riss seine Augen auf und sagte, ja, Herr Hauptmann, das ist ja ganz furchtbar. Und ich wusste wirklich im ersten Moment nicht, soll ich nun lachen oder soll ich weinen darüber, über diese Bemerkung. Er hat auch Tage gehabt, wo er wirklich nicht Eichmann begegnen konnte. Er wurde richtig krank. Avner Less macht sich Gesprächsnotizen, die er ein Leben lang aufbewahrt. Sie geben Aufschluss über die Verhörstrategie, aber auch über seine wahren Gefühle. Was für ein Heuchler und Lügner, notiert er am Ende eines langen Tages. Sie müssen sich vorstellen, dass Avner Less über 200 Stunden mit Adolf Eichmann an einem Tisch gesessen hat, dem Mann, der mitverantwortlich war für den Mord an einem Großteil seiner Familie. Und was das mit einem Menschen macht, dem Bösen in Person gegenüberzusitzen, das konnten wir uns eigentlich nie vorstellen. Avner Less schreibt in seinen Aufzeichnungen über seine Gefühle. Er schreibt darüber, wie schwer es für ihn ist, so ruhig dazusitzen, den harmlosen Hauptmann Less zu geben, während es in ihm kocht und brodelt. Seinen Lebensabend verbringt Avner Less in Zürich. Doch der Fall Eichmann lässt ihn zeitlebens nicht los. Heute liegen seine Aufzeichnungen im Archiv für Zeitgeschichte der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Da ist natürlich ein Schatz da. Und vor allem dadurch, dass es eben sein Privatnachlass ist. Die Historikerin Bettina Stangnet hat die einzigartigen Dokumente erstmals untersucht.
Gesprächsnotizen, die auch ein Psychogramm Eichmanns zeichnen. Wer ist dieser Mann, der verantwortlich war für die Deportation und Ermordung von 6 Millionen Juden? Eichmanns Karriere beginnt in Österreich, dem Land seiner Jugend. Nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland soll er hier die Auswanderung jüdischer Familien vorantreiben. Die lässt er systematisch berauben, bevor sie mittellos aus dem Land getrieben werden. Vor Gericht erinnert sich ein Zeuge an Eichmanns Auftreten. Eichmann saß hinter dem großen Tisch. Er ließ sich unseren Namen geben und unseren Wirkungskreis im jüdischen Leben. Vorher hat er uns bekannt gemacht mit seiner Eigenschaft. Erklärte uns, dass er außersehen sei, die jüdischen Angelegenheiten in Österreich zu lenken und zu leiten. Es ist seine Aufgabe, dass die jüdische Frage, das jüdische Problem in Österreich einer vollkommenen Lösung zuzuführen. Schon bald werden die Juden nicht mehr aus dem Land gejagt, sondern in Ghettos und Lager deportiert. Eichmann wird nach Berlin beordert als Judenreferent für das ganze Reich. Im Reichssicherheitshauptamt, der Zentrale des Naziterrors, sorgt er für Pünktlichkeit der Deportationszüge und Auslastung der Todeslager. Später will er nur Befehle ausgeführt haben. Ich habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen. Auf der Wannsee-Konferenz 1942 berechnet und protokolliert er die Zahlen der potenziellen jüdischen Mordopfer. Ein Todesbürokrat, ohne Moral und Skrupel, mit Macht über Millionen Menschen. Selbst als SS-Chef Himmler 1944 den Stopp der Deportation verfügt, schickt er weitere tausende ungarische Juden in Richtung Auschwitz. Eichmann will seinen Krieg gewinnen, um jeden Preis. Nach Kriegsende setzt sich der Massenmörder ab nach Österreich. Dort wird er von amerikanischen Soldaten gefangen genommen, doch die erkennen ihn nicht. Eichmann taucht ab im Heer der Kriegsgefangenen. Danach lebt er 5 Jahre unter falschem Namen in Deutschland, während die Sieger fieberhaft nach ihm suchen. Beim Nürnberger Prozess fällt auch sein Name als Schattenangeklagter. Doch der Buchhalter des Todes bleibt unbehelligt. Wie viele andere NS-Verbrecher auch. Nach Jahren der Diktatur und des Krieges sehnen sich die Deutschen nach Normalität und Frieden. Die Vergangenheit soll endlich ruhen. Wiederaufbau und Wohlstand heißt die Devise. Der Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders. Trotz Neuanfang, die Bundesrepublik trägt schwer an ihrer Geschichte. Dabei wollen die Deutschen doch nur einen ganz normalen Staat, der auf Augenhöhe mit den Nachbarn ist. Das will auch Bundeskanzler Konrad Adenauer. Er weiß, für dieses Ziel muss er etwas tun und kündigt Wiedergutmachung an den Juden an. Doch was er sagt, kommt nicht überall gut an. Also wissen Sie, also solche Frechheit, die habe ich also kaum überleben können. Ich war zu sagen, die Mehrheit des deutschen Volkes war gegen die Maßnahmen gegen die Juden. Unglaublich. Und die zu sagen auch, dass viele geholfen haben, dass viele überlebt haben. Wie viele haben denn überlebt? In der jungen BRD wird die NS-Vergangenheit vor allem als Imageproblem gesehen. Die Politiker stehen vor der schwierigen Aufgabe, einen neuen demokratischen Staat zu errichten. Dazu braucht man Fachleute und Experten. Doch viele sind vorbelastet, wie etwa Hans Globke, Adenauers rechte Hand. Das beginnt mit dem Kanzleramt, mit Adenauers Staatssekretär dort, also mit Herrn Globke, und setzt sich fort bis in alle polizeilichen Bereiche, in die Bereiche der Justiz. Wir wissen, dass die Führungsriege am Anfang im Bundeskriminalamt, in den Landeskriminalämtern, in fast allen Verfassungsschutzämtern, im Bundesnachrichtendienst, reine Nazis waren. Wir wissen, dass die Offiziere der Bundeswehr, dass die Generalität der Bundeswehr größtenteils aus der hitlerschen Wehrmacht stammte. Das Land war vollständig renazifiziert. Eichmann steht da noch immer auf der Fahndungsliste der Alliierten. 1950 gelangt er mit Hilfe aus dem Vatikan
an diesen Ausweis und flieht damit als Ricardo Clement nach Argentinien. Jahrelang lebt Eichmann mit seiner Familie in Buenos Aires, unbehelligt von Fahndern. Und das, obwohl der deutsche Bundesnachrichtendienst seine Adresse kennt. Bis heute halten deutsche Behörden ihre Unterlagen darüber möglichst unter Verschluss. Dass der Bundesnachrichtendienst schon seit 1952 wusste, wo sich Eichmann aufhält, brachte jüngst eine Klage ans Licht. Nach dem ersten Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. April 2011 hat der BND eine ganze Reihe von Unterlagen herausgegeben. Es waren allerdings eher Presseauszüge aus den 60er Jahren. Darunter hat sich, und das war eine echte Trouvaille, allerdings die Karteikarte gefunden, woraus hervorging, dass Adolf Eichmann dem BND oder seinem Rechtsvorgänger sehr wohl bekannt war und insbesondere der Aufenthaltsort von Adolf Eichmann sehr viel früher dem BND bekannt war als offiziell zugegeben. Nur eine Schlamperei des deutschen Geheimdienstes? Was wusste die damalige Bundesregierung wirklich? Die Politik jener Jahre tut sich schwer im Umgang mit den Tätern. Bei den Opfern stößt das bis heute auf Unverständnis. Ich war Journalistin, ich war die Vertreterin der israelischen Zeitung Maariv in Bonn. Wenn ich zum Beispiel zu irgendeinem Staatssekretär oder gar Minister kam und auch nie ausschloss diese Geschichte überhaupt, dann sagte man zu mir, also wissen Sie, vergessen Sie doch. Sie müssen auch vergeben können. Und es ist ja schon so lange her. Man hat natürlich zu denen gehalten, zu denen man selber gehörte, das waren die Täter. Es gab große Abteilungen im Auswärtigen Amt, auch im Bundesjustizministerium, die nur damit beschäftigt waren, sogenannte Kriegsverurteilte. Das waren also NS-Verbrecher, auch keine Kriegsverbrecher, es waren NS-Verbrecher. Die nannte man Kriegsverurteilte, also von den Alliierten Verfolgte und Verurteilte, zu betreuen in der Haft in allen europäischen Ländern, aber auch bei Prozessen ihnen zu helfen. Man versteckte NS-Täter wie den Stellvertreter Eichmanns mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes in Syrien. Man finanzierte ihm ein gutes Leben dort. Also das war das, was die Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jahren gemacht hat. Das Leben ist wieder schön, meinen die meisten Deutschen. Wirtschaftswunderland macht's möglich. Luxus im Überfluss. Allein die Schatten der Vergangenheit stören die Idylle. Die Verjährungsfrist für NS-Verbrechen wird zum Thema im Parlament. Schließlich verjähre Totschlag auch nach 15 Jahren. Totschlag, 15 Jahre, und so kam Adenauer auf den 8. Mai 60. Danach volle Souveränität für die Bundesrepublik und alles sollte verjährt und vergessen sein. Und als die SPD Anfang 60, kann das Datum jetzt nicht mehr sagen, eine Verjährungsdebatte im Bundestag beantragte, hat der Ältestenrat des Bundestages in seiner damaligen Zusammensetzung den Debattentermin auf Ende Mai 60 gelegt, womit nach Bonner Auffassung alles verjährt gewesen wäre. Verjährt, bevor der Bundestag überhaupt darüber beraten hat. Doch nach internationalen Protesten muss Adenauer einlenken. Kurz darauf macht sich der israelische Geheimdienst Mossad auf den Weg nach Buenos Aires, um Eichmann zu entführen. Ein Jude hatte dem deutschen Generalstaatsanwalt Bauer den entscheidenden Hinweis gegeben. Man muss sich ja vorstellen, Eichmann hat ja noch eine Zeit lang in Deutschland gelebt, nach Kriegsende. Er wurde gedeckt und der von mir hoch bewunderte Generalstaatsanwalt Bauer hat ja dann nicht mit den deutschen Behörden Kontakt aufgenommen, als er erfuhr, wo Eichmann sich befand, sondern mit dem Mossad. Schließlich hatten die Deutschen keinen besonderen Elan bei der Jagd auf Eichmann gezeigt. Und das, obwohl sie wussten, wo der Massenmörder sich versteckt hält. Die Israelis gehen kein Risiko ein. Vor dem Zugriff beschatten sie Eichmann tagelang. Jeden Abend kam er mit demselben Bus um 7:45. Dann haben wir sehr schnell beschlossen, das ist das Beste, der beste Punkt, der beste Zeit. Wir schnappen ihn vor seinem Haus. Die Mossad-Agenten greifen zu, ohne die argentinischen Behörden zu informieren.
Schnell schwinden die Zweifel, ob sie wirklich den Richtigen erwischt haben. Plötzlich sagt er ganz ruhig, so als wenn er mit sich selber spricht, ich habe mich schon in mein Schicksal ergeben. Das war natürlich für mich was ganz Besonderes, denn erstens wusste ich, der ist Deutscher, der weiß, um was es geht. Das kann nur Eichmann sein. In einer Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al schleust der Mossad Eichmann aus Argentinien heraus. Der Häftling wird in ein Gefängnis bei Haifa gebracht. In Deutschland herrscht zunächst einmal Ratlosigkeit. Wie reagieren? Was wissen die Deutschen über den Mann in der israelischen Gefängniszelle? Eichmann war ein Name, der den Sicherheitsbehörden, auch dem BND, jedenfalls denen, die sich Mühe gegeben hatten, nun Nachforschungen nach den Tätern anzustellen, bekannt, aber den meisten Deutschen und vielleicht auch der politischen Klasse in Deutschland war Eichmann, wenn überhaupt, dann nur als eine sekundäre Figur in der Mordmaschine bekannt. Erst durch die Entführung durch die Israelis wurde bekannt, was für eine Rolle er in Wahrheit gespielt hat. Die deutschen Behörden glänzen durch Unwissenheit oder tun wenigstens so. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Ich rief das Justizministerium in Bonn an und der Pressesprecher sagte zu mir, ich habe keine Ahnung, ich muss mich auch erst erkundigen, wer das überhaupt ist. So ging das. In Israel beginnen sofort die Prozessvorbereitungen. Es ist das erste Verfahren gegen einen NS-Verbrecher. Dabei soll es streng rechtsstaatlich zugehen. Nicht alle Israelis verstehen das. Sie fordern Rache für den millionenfachen Mord an ihrem Volk. Der Polizeioffizier Avner Werner Less ahnt, was auf ihn zukommt. Adolf Eichmann, man braucht ja nicht zu sagen, wer er war allen bekannt in Israel. Ich kam damals nach Hause mit der Nachricht und sagte meiner Frau, ich habe so ein ungutes Gefühl, als ob ich da mit verwickelt werde in diese Untersuchung. Eine eigene Abteilung mit dem Namen Büro 06 soll Dokumente sichten und Zeugen suchen. Der gebürtige Berliner Less erhält eine besondere Aufgabe. Seine Frau notiert in ihr Tagebuch, Werner ist ernannt, Eichmann zu verhören. Er versucht, sich aus der Sache herauszudrehen. Der Sohn ist stolz. Ich habe mich wie ein König gefühlt. Und das war alles eine bilderwandende Presse und die Kinder wollten einfach meine Freunde sein und ich habe mich wirklich gut gefühlt. Um was es ging, habe ich natürlich nicht so richtig verstanden. Freiwillige melden sich, um das Ermittlungsteam zu verstärken. Als Holocaust-Opfer kennen sie sich aus im mörderischen System der Nazis. Michael Goldmann ist einer der Überlebenden. Ich wusste, dass man eine spezielle Einheit organisiert. Und ich war sicher, dass ich kann in dieser Angelegenheit etwas leisten. Erstens bin ich selbst ein Holocaust-Survivor. Meine ganze Familie wurde umgebracht. Und das war die Ursache, dass ich einen Brief an den Generalinspektor der Polizei geschrieben habe, dass ich möchte mich an diese Einheit, die man organisieren wird, dass man ihm verhört, dass man seinen Prozess vorbereitet, dass ich als Mitglied in diese Einheit komme. Eichmann lebt in seiner Zelle so komfortabel, wie es die strengen Sicherheitsmaßnahmen erlauben. Niemand soll den israelischen Behörden vorwerfen, den Gefangenen zu misshandeln. Die Wachmannschaften kommen aus Afrika und Asien. Keiner soll Hand an ihn legen, weil er ermordete Angehörige hat. Das erste Treffen der Ermittler mit dem Gefangenen verläuft anders als erwartet.
Er saß gegenüber uns, gegenüber mir, und ich dachte mir, das kann ja überhaupt nicht möglich sein. Er hat keine Hörner, er war kein Vampir, genau wie wir Menschen, als wir, nur ein Massenmörder. Der Mann ist eigentlich eine Enttäuschung. Er ist ganz anders, als man ihn sich vorstellt, notiert Less. Als Vernehmer gibt sich Less größte Mühe, Eichmann höflich zu behandeln. Das Verhör wird auf Band aufgezeichnet. Es ist heute der 29. Mai 1960. Es ist jetzt genau 16.55 Uhr. Eichmann, wollen Sie bitte mit Ihren Erklärungen beginnen? Er hat vom Anfang an Eichmann als er als zivilisierte Mensch, Eichmann als zivilisierte Mensch zu behandeln, was Eichmann so irgendwie hat sich gewundert. Er kennt nur seine Art von Untersuchungen und vom SS einfach mit Tortur und so weiter. Und das plötzlich so, mein Gott, ich werde wie ein Mensch behandelt. Ich war 5,5 Jahre dabei, das muss ich erzählen, ich war 5,5 Jahre bei der Waggongruppe. Herr Eichmann, wollen Sie ganz gerne darauf? Bitte, wenn ich hier rein. Vielen Dank. Der betont respektvolle Umgang mit Eichmann führt zu Protesten bei den Kollegen im Büro 06. Nach einer Woche, nach zwei Wochen im Protokoll stand: Herr Eichmann, möchten Sie eine Zigarette rauchen? Und ich habe das gesehen und ich habe Krach gemacht. Und ich habe gesagt, das geht ja nicht. Man kann ja nicht, es gibt in Deutsch, ist genug zu sagen Sie, nicht du. Wir waren nicht befreundet mit ihm. Sie, aber nicht Herr. Ich konnte das nicht verstehen, warum man ihm Herr Eichmann ruft. Doch Less weiß genau, was er tut. Er spielte den harmlosen, netten Verhöroffizier und Eichmann ist darauf hereingefallen. Von außen sah das natürlich ganz anders aus. Die Männer vom Büro 06 haben stundenlang, nächtelang dort gesessen und nichts anderes getan, als Dokumente des Grauens zu lesen. Sie haben jedes Buch gelesen, das es über dieses Thema gab, jedes Foto gesehen, mit jedem Zeugen gesprochen, den sie bekommen konnten. Für sie war dieser Mann einer der gefährlichsten Massenmörder der Welt. Und ihr Kollege Less ging hinein und sagte Herr Eichmann zu ihm. Der Fall Eichmann belastet auch das schwierige Verhältnis zwischen Israel und der Bundesrepublik. Kurz vor der Gefangennahme Eichmanns hatten sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und der israelische Premierminister David Ben-Gurion zum ersten Mal getroffen, auf neutralem Boden in Washington. In den Gesprächen ging es um die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen und um Wiedergutmachung. Man weiß, dass Adenauer etwas versprochen hat, aber sehr ungenau. Er war großartig in diesem, sagen wir mal, er hatte eine Geschicklichkeit, ungenau zu sein. Ben-Gurion hat mehrmals gefragt, was geben Sie uns, wie helfen Sie uns? Ja, wir helfen Ihnen, nicht wahr? Aber er wurde nie genauer. Adenauer will eine Diskussion über das NS-Führungspersonal im deutschen Staatsapparat unbedingt vermeiden. Aus gutem Grund. Es geht immerhin auch um seinen eigenen Staatssekretär. Der Name Globke war ja in Deutschland schon, der war bekannt. Er war bekannt dadurch, dass er einen der Kommentare zu den Nürnberger Rassegesetzen geschrieben hat
und noch viele andere Gesetzesvorlagen gemacht hat, die gegen die Juden waren. Der Mann war also einwandfrei Nazi, also Antisemit, oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich ihn nennen soll, diesen Schweinhund. Auf jeden Fall, er war ja, und das ist das Schlimmste, er war die rechte Hand von Dr. Adenauer. Auf Adenauers graue Eminenz im Kanzleramt hat sich bereits die DDR-Propaganda eingeschossen. Der Mann in der zweiten Reihe war den Nazis als Verwaltungsjurist zu Diensten. Ein Schreibtischtäter, der Gesetze entwarf, die den Juden das Leben in Deutschland unmöglich machte. Wenn man berücksichtigt, dass er für Adenauer absolut unverzichtbar war, er war der kompetenteste Kollaborateur. Er kannte alle schmutzigen Tricks. Globke hat zu seiner Zeit, unterstanden ihm noch alle drei Geheimdienste direkt. Über das Kanzleramt hat Globke Zugriff auf den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und die militärische Abwehr. Angriffe auf ihn gelten als kommunistische Unterwanderung und sollen abgewehrt werden, auch im Eichmann-Prozess. Es ergibt sich klar der Hinweis, dass versucht wurde, ein Hineinziehen der Person von Herrn Globke in diesen Prozess als Zeugen, als möglicher Beschuldigter zu verhindern. Nun hängt alles davon ab, wie der Prozess in Israel geführt wird. Adenauer war sich dessen total bewusst. Und er hat aber dann mit Ben-Gurion, dem damaligen Regierungschef in Israel, telefoniert, um zu erreichen, dass Herr Globke nicht vor dem israelischen Gericht auftreten muss, beziehungsweise überhaupt erwähnt wird. Ben-Gurion hatte dafür offenbar ein gewisses Verständnis. Und er hat ihm zugesagt, wir werden Ihren Staatssekretär Globke und Chef des Kanzleramtes, wir werden ihn herauszuhalten versuchen. Und dann war klar, dass Adenauer gesagt hat, ohnehin ist meine Regierung entschlossen, in großzügiger Weise Restitution zu leisten. Darunter auch die von Israel außer der amerikanischen Waffenhilfe dringend gewünschte Hilfe mit Rüstungsgütern durch die Bundesrepublik Deutschland. Die Staatsanwaltschaft wird angewiesen, die Bundesrepublik aus dem Prozess herauszuhalten. Zudem verweigern kommunistische Staaten die Herausgabe wichtiger Unterlagen. Eine vertrackte Situation. Bis in Polen jemand anonym die Listen von Eichmanns Judentransporten abtippt und an die Ermittler schickt. Aber wie will der stellvertretende Generalstaatsanwalt Gabriel Bach beweisen, dass sie keine Fälschungen sind? Da saßen wir, eine kleine Gruppe von Offizieren, zusammen mit diesem Gabi Bach. Und Gabi Bach sagte, wie kann man feststellen, um dieses Dokument legal zu machen, dass man das im Prozess auch bringen kann. Können andere Dokumente die Echtheit der Listen bestätigen? Oder leben noch Zeugen, die bei diesen Transporten in die KZs dabei waren? Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und da sage ich, mein Transport, sage ich, ihr braucht nicht suchen. Und ich habe meine Ärmel hochgehoben und ich sage, sehen Sie hier, von 160.000 so und so bis 161.000 so und so. Und da ist meine Nummer drin, 161.135. Da waren wieder alle schockiert. Und Gabi Bach sagte, ich wusste überhaupt nicht, dass du in Europa während des Holocaustes war. Die Art und Weise, wie Less den Angeklagten verhört, stößt immer wieder auf Unverständnis. Less konfrontiert Eichmann nicht, er lässt ihn einfach reden. Dem Verhörexperten kommt es weniger darauf an, was Eichmann zu den Inhalten der Dokumente sagt, sondern dass der deren Echtheit bestätigt. Nicht jeder durchschaut dieses Spiel. Ich war mit Less sehr befreundet. Aber im Büro 066, in diese Einheit, ich habe gemerkt bei ihm irgendwo eine Änderung. Wann er sah, dass der Mann lügt,
wenigstens zu fragen, aber was Sie jetzt gesagt haben, das ist ja genau das Umgekehrte, was da drin steht. Eichmann merkt nicht, dass er ausgetrickst wird. Nach Less' Notizen bedankt er sich sogar dafür, dass dieser nie versucht habe, ihm ein Geständnis zu entlocken. In Deutschland ist die Sorge noch immer groß. Was wird Eichmann aussagen? Wird die Bundesrepublik trotz aller diplomatischer Bemühungen am Ende doch noch mit auf der Anklagebank sitzen? Am Vorabend des Prozesses stellt Adenauer öffentlich klar: Im deutschen Volkskörper, im moralischen Leben des deutschen Volkes gibt es heute keinen Nationalsozialismus mehr. Kein nationalsozialistisches Empfinden. Wir sind ein Rechtsstaat geworden. Der deutsche Rechtsanwalt Robert Servatius erklärt sich bereit, Eichmann im Prozess zur Seite zu stehen. Der junge Assessor Gerhard Baum soll ihn so lange in seiner Kanzlei vertreten. Und nun kam ich zu einem Mann, der mit einem der schlimmsten Nazitäter zu tun bekam. Aber mich hat überzeugt, dass auch ein solcher Täter einen Anwalt braucht. Und Servatius war kein Nazi. Servatius trifft in Israel auf einen schwierigen Mandanten. Eichmann wusste nicht genau, wer da kommt. Wir wissen aus den Aufzeichnungen von Less, dass Eichmann unglaublich nervös war vor der ersten Begegnung. Wer ist das? Wer kommt da? Und er rechnet damit, dass ein Nazi kommt. Eichmann rechnet damit, dass ein überzeugter Nationalsozialist ihn verteidigen wird, der ihn versteht. Die erste Begegnung verläuft dann entsprechend katastrophal, denn Eichmann lernt sehr schnell, dass Servatius genau das nicht ist. Less ist zuversichtlich, Eichmann doch noch festnageln zu können. Doch die Monate der vermeintlich freundlichen Gespräche nehmen ein abruptes Ende, als Servatius von den Treffen hört. Eichmann erzählte ihm also in ihrem ersten Treffen, ich diktiere täglich Berichte ab. Und Servatius bekam also die Augen gar nicht mehr zu und sagte, Sie hören sofort auf damit. Sie können hier nicht Aussagen machen, die ich nicht kenne, ohne einen Rechtsbeistand, hören Sie auf zu reden. Das Problem war aber, Eichmann redete sehr gern und er fand ihn Less auch nett. In Salzburg hat sich inzwischen ein eigener Freundeskreis gebildet. Verwandte, Nazis, Geschäftemacher und ein BND-Informant. Es geht um zusätzliche Gelder für die Verteidigung Eichmanns. Offiziell hat der Staat Israel Servatius bezahlt, weil ja ebenso offiziell die Bundesrepublik nicht bereit war. Inoffiziell kam sehr viel mehr Geld aus dunkelbraunen Quellen. Servatius war jemand, der zwar selber kein Nationalsozialist war, aber Geld stank offensichtlich nicht. Und es störte ihn nicht, den Staat Israel zu betrügen, also nicht zu sagen, dass er noch andere Geldquellen hatte. Es störte ihn auch nicht, ein doppeltes Spiel zu spielen in der Bundesrepublik. Am 11. April 1961 beginnt vor dem Jerusalemer Bezirksgericht das Verfahren gegen Eichmann. Für den Jahrhundertprozess gilt die höchste Sicherheitsstufe. Die Menschen wollen ihn sehen. Den Handlanger des Todes. Wegen des großen Publikumsandrangs gibt es eine Art Public Viewing außerhalb des Gerichtssaals. Der Prozess wird 8 Monate dauern. Zeit, die Verteidiger Robert Servatius nicht ungenutzt verstreichen lässt. Um Zeit zu gewinnen, bestreitet er erst einmal die Zuständigkeit des israelischen Gerichts und fordert die Hilfe der Bundesrepublik für seinen Mandanten. Im Konflikt mit der Bundesregierung Deutschland bemerke ich noch, der Angeklagte hat gegen seinen Staat einen Schutzanspruch auf Intervention. Er kann bei Untätigkeit seiner Regierung diese Intervention durch Klage vor dem Verwaltungsgericht fordern und er wird dies tun. Den Lauf der Geschichte kann er damit nicht aufhalten, so wenig wie Eichmanns Erklärung zu Prozessbeginn. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Es ging mir, als ich Eichmann in dem Glaskasten zum ersten Mal sah, glaube ich, so wie der ganz großen Mehrheit der Prozessbeobachter des großen Journalistenkorps.
Ja, so furchtbar durchschnittlich, so sehr beamtenhaft. Keine Bestie war unser Eindruck. So haben viele der Helfer der Mordmaschine ausgesehen. Überraschend auch die Auswahl der Richter und die Art ihrer Prozessführung. Alle drei Richter waren ja deutsch sozialisiert und auch mit deutschen Examen als junge Männer nach Israel gekommen. Die drei Richter waren vorbildlich. Ich sage jetzt nicht vorbildlich deutsche Juristen, das wäre missverständlich. Aber sie waren fair. Sie sind mit ihm fair umgegangen. Ich habe abschließend zu erklären, dass ich persönlich diese gewaltsame Lösung schon damals als nicht zurechtbestehend betrachtet habe, schon damals als eine grässliche Tat betrachtet habe, zu der ich bedauerlicherweise, gebunden durch Fahneneid, auf meinem Sektor die transporttechnischen Angelegenheiten mit bearbeiten musste und von diesem Eid nicht entbunden wurde. Das habe ich dazu zu erklären. Hielten Sie es für ein Verbrechen? Ich habe mir so gesagt, das Staatsoberhaupt hat das befohlen. Avner Less verfolgt den Prozess zumeist als Zuschauer. In vier Sitzungen ist er Zeuge. Er kann die Organisationsstrukturen beschreiben, in denen der Angeklagte arbeitete. Die Verteidigung versucht wiederholt, Eichmann als kleines Rädchen und reinen Befehlsempfänger darzustellen. Was Eichmann wirklich dachte, hatte er 1957 in Argentinien auf Tonband gesprochen. Hören Sie hier, von den 10,3 Millionen Juden. 10,3 Millionen Juden getötet. Dann werden befriedigt und sagen, gut, wir haben ein Eichmann. Ja, nicht schlecht. Akribisch bereitet sich Eichmann auf jeden Verhandlungstag vor. Er versucht, seine Verantwortung und seine Rolle kleinzureden, auch wenn ihm Dokumente vorgehalten werden, die seine Zuständigkeit bestätigen. Er weiß, es geht um Leben und Tod. Das ist doch, steht doch klar hier. Das, was hier drin steht, hier kann man auch nicht leugnen. Ich muss mich dagegen verwahren, Herr Generalstaatsanwalt, dass mir unterstellt wird, ich sei für die gesamte Endlösung der zuständige Sachbearbeiter. Das stimmt nicht. In Deutschland verfolgen nicht nur die Medien den Prozess. Aus den Unterlagen ergeben sich vielfältige Hinweise, dass der BND aktiv versucht hat, in den Vorgang einzugreifen, insbesondere dadurch, dass er versucht hat, Zeugen zu verhindern, dass er sich hat berichten lassen, dass er Vertreter der Presse als Spitzel gebraucht hat und dass er natürlich vielfältig mit den verschiedenen Akteuren kommuniziert hat. Von alledem ahnt Eichmann nichts. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, am 9. Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater? Dann sitzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Er hat sich ja bis zum Schluss nicht wirklich ehrlich, reuig gezeigt. Das hat er nicht. Nach über 100 Prozesstagen ist die Beweislage klar. Wie wird das Gericht über den Judenmörder urteilen? Eichmanns Verteidiger Servatius kann nun nicht mehr viel für seinen Mandanten tun. In seinem Schlussappell versucht er, das Unabwendbare doch noch abzuwenden. Das Gericht nimmt sich viel Zeit für die Beratung. Im Dezember 1961 spricht es den Angeklagten in allen Punkten schuldig und verurteilt ihn zum Tode durch den Strang. Das erste und bislang einzige Todesurteil, das im Staate Israel vollstreckt wurde. Er dachte, dass wir werden
wir werden genug weich sein, um ihm am Leben zu lassen. Doch Berufung und Gnadengesuch werden abgelehnt. Am 31. Mai 1962 wird Michael Goldmann Zeuge der Hinrichtung. Und wir standen gegenüber ihm, weiß, 1,5 Meter. Er war kein Held, wann er unter diesen Galgen stand. Eichmann wird verbrannt, seine Asche ins Meer gestreut. Nichts soll an den Buchhalter des Todes erinnern. Eine späte Genugtuung für die Überlebenden seiner Verbrechen. Dieser Prozess hat am Ende die alle, die nach Israel gekommen sind, die Holocaust-Survivors, denen man nicht geglaubt hat, was die mitgemacht haben, was dort vorgekommen ist, dieser Prozess hat eigentlich bewiesen, dass es alles wahr ist. Und man hat angefangen, auf uns anders zu schauen. In Deutschland hat der Prozess gegen Eichmann eines klargemacht. Die Geschichte lässt sich nicht totschweigen. Mit dem Ende der Adenauer-Ära beginnt die Zeit der Aufarbeitung. Sie hat das Land nachhaltig verändert. Doch noch immer wird geheim gehalten, wie deutsche Behörden nach dem Krieg mit der Geschichte umgingen. Und mit Nazi-Verbrechern wie Eichmann. Inzwischen hat der BND eine Historikerkommission damit beauftragt, seine eigene Geschichte kritisch zu erforschen. Erstmals sollen die Experten sogar unbeschränkten Zugang zu, so heißt es, allen Eichmann-Akten haben. Doch Glasnost bei den Geheimen hat auch künftig enge Grenzen. Denn auf die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse hat der BND sich vorsorglich ein Vetorecht gesichert. Bleiben Sie uns treu. Eichmann saß hinter dem großen Tisch, er ließ sich unseren Namen geben und unseren Wirkungskreis im jüdischen Leben. Vorher hat er uns bekannt gemacht mit seiner Eigenschaft. Er erklärte uns, dass er außersehen sei, die jüdischen Angelegenheiten in Österreich zu lenken und zu leiten. Es ist seine Aufgabe, dass die jüdische Frage, das jüdische Problem in Österreich einer vollkommenen Lösung zuzuführen. Schon bald werden die Juden nicht mehr aus dem Land gejagt, sondern in Ghettos und Lager deportiert. Eichmann wird nach Berlin beordert als Judenreferent für das ganze Reich. Im Reichssicherheitshauptamt, der Zentrale des Naziterrors, sorgt er für Pünktlichkeit der Deportationszüge und Auslastung der Todeslager. Später will er nur Befehle ausgeführt haben. Ich habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen. Auf der Wannsee-Konferenz 1942 berechnet und protokolliert er die Zahlen der potenziellen jüdischen Mordopfer. Ein Todesbürokrat ohne Moral und Skrupel mit Macht über Millionen Menschen. Selbst als SS-Chef Himmler 1944 den Stopp der Deportation verfügt, schickt er weitere tausende ungarische Juden in Richtung Auschwitz. Eichmann will seinen Krieg gewinnen, um jeden Preis. Nach Kriegsende setzt sich der Massenmörder ab nach Österreich. Dort wird er von amerikanischen Soldaten gefangen genommen, doch die erkennen ihn nicht.
Eichmann taucht ab im Heer der Kriegsgefangenen. Danach lebt er 5 Jahre unter falschem Namen in Deutschland, während die Sieger fieberhaft nach ihm suchen. Beim Nürnberger Prozess fällt auch sein Name als Schattenangeklagter. Doch der Buchhalter des Todes bleibt unbehelligt, wie viele andere NS-Verbrecher auch. Nach Jahren der Diktatur und des Krieges sehnen sich die Deutschen nach Normalität und Frieden. Die Vergangenheit soll endlich ruhen. Wiederaufbau und Wohlstand heißt die Devise. Der Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders. Trotz Neuanfang, die Bundesrepublik trägt schwer an ihrer Geschichte. Dabei wollen die Deutschen doch nur einen ganz normalen Staat, der auf Augenhöhe mit den Nachbarn ist. Die Politik jener Jahre tut sich schwer im Umgang mit den Tätern. Bei den Opfern stößt das bis heute auf Unverständnis. Ich war Journalistin, ich war die Vertreterin der israelischen Zeitung Maariv in Bonn. Und wenn ich zum Beispiel zu irgendeinem Staatssekretär oder gar Minister kam und auch nie ausschloss diese Geschichte überhaupt, dann sagte man zu mir, also wissen Sie, vergessen Sie doch. Sie müssen auch vergeben können. Und es ist ja schon so lange her. Man hat natürlich zu denen gehalten, zu denen man selber gehörte, das waren die Täter. Es gab große Abteilungen im Auswärtigen Amt, auch im Bundesjustizministerium, die nur damit beschäftigt waren, sogenannte Kriegsverurteilte. Das waren also NS-Verbrecher, auch keine Kriegsverbrecher, es waren NS-Verbrecher. Die nannte man Kriegsverurteilte, also von den Alliierten Verfolgte und Verurteilte, zu betreuen in der Haft in allen europäischen Ländern, aber auch bei Prozessen ihnen zu helfen. Man versteckte NS-Täter, wie den Stellvertreter Eichmanns, mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes in Syrien. Man finanzierte ihm ein gutes Leben dort. Also das war das, was die Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jahren gemacht hat. Das Leben ist wieder schön, meinen die meisten Deutschen. Wirtschaftswunderland macht's möglich. Luxus im Überfluss. Allein die Schatten der Vergangenheit stören die Idylle. Die Verjährungsfrist für NS-Verbrechen wird zum Thema im Parlament. Schließlich verjähre Totschlag auch nach 15 Jahren. Totschlag 15 Jahre und so kam Adenauer auf den 8. Mai 60. Danach volle Souveränität für die Bundesrepublik und alles sollte verjährt und vergessen sein. Und als die SPD Anfang 60, kann das Datum jetzt nicht mehr sagen, eine Verjährungsdebatte im Bundestag beantragte, hat der Ältestenrat des Bundestages in seiner damaligen Zusammensetzung den Debattentermin auf Ende Mai 60 gelegt, womit nach Bonner Auffassung alles verjährt gewesen wäre. Verjährt, bevor der Bundestag überhaupt darüber beraten hat. Doch nach internationalen Protesten muss Adenauer einlenken. Kurz darauf macht sich der israelische Geheimdienst Mossad auf den Weg nach Buenos Aires, um Eichmann zu entführen. Ein Jude hatte dem deutschen Generalstaatsanwalt Bauer den entscheidenden Hinweis gegeben. Ein Nazitäter auf der Flucht. 15 Jahre kann er sich verstecken. Dann wird er entdeckt und nach Israel verschleppt. Bis heute liegen wichtige Prozessdetails im Dunkeln. Der Fall Eichmann. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Für deutsche Zeithistoriker war es der Sensationsfund des vergangenen Jahres. Eine unscheinbare Aktenkarte im Archiv des BND, auf der Geheimdienstmänner 1952 ordentlich notierten, was sie über den Verbleib von Adolf Eichmann wussten. Steckbrieflich gesuchter Cheflogistiker des Holocaust. Sie wussten, was sie angeblich nicht wissen konnten. Das besagte Eichmann nämlich unter falschem Namen längst in Argentinien lebte. Deckten offizielle deutsche Stellen also über viele Jahre einen der wohl meistgesuchten Nazitäter? Der Fall Eichmann steckt auch 50 Jahre nach dem Ende des Prozesses voller offener Fragen. Welches Licht die neu entdeckten Quellen auf die ganze Sache werfen,
zeigen unsere Autoren Ute Börnen und Gerald Endres. Mai 1960. Agenten des israelischen Geheimdienstes entführen Adolf Eichmann aus Argentinien. Der Vorwurf wiegt schwer. Massenmord an 6 Millionen europäischen Juden. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Der Fall Eichmann sorgt für Panik bei manchen Deutschen. Man wusste nicht, an wen Eichmann sich alles erinnern würde. Man wusste einfach nicht, kennt Eichmann mich? Wird er, wenn er aussagt, meinen Namen nennen? Wird er wissen, was ich getan habe vor 15 Jahren? Und das machte Angst. Auch Bonn ist alarmiert. 15 Jahre nach Kriegsende geht es um Deutschlands Vergangenheit und das Ansehen der jungen Bundesrepublik in der Welt. Wie wird Kanzler Adenauer reagieren? Und welche Rolle spielt der Bundesnachrichtendienst bei der Jagd auf Hitlers Helfer? Schlüsselfigur im Verfahren gegen Eichmann ist der israelische Polizeioffizier Avner Less. Er soll den Angeklagten im Verhör überführen. Viele Stunden sitzt er Eichmann gegenüber. Keine einfache Situation für den gebürtigen Berliner Avner Werner Less, der einst vor den Nazis geflohen war. Jetzt biedert sich der Massenmörder bei ihm an. Das will auch Bundeskanzler Konrad Adenauer. Er weiß, für dieses Ziel muss er etwas tun und kündigt Wiedergutmachung an den Juden an. Doch was er sagt, kommt nicht überall gut an. Also wissen Sie, also solche Frechheit, die habe ich also kaum erleben können. Ich war zu sagen, die Mehrheit des deutschen Volkes war gegen die Maßnahmen gegen die Juden. Unglaublich. Und die zu sagen auch, dass viele geholfen haben, dass viele überlebt haben. Wie viele haben denn überlebt? In der jungen BRD wird die NS-Vergangenheit vor allem als Imageproblem gesehen. Die Politiker stehen vor der schwierigen Aufgabe, einen neuen demokratischen Staat zu errichten. Dazu braucht man Fachleute und Experten. Doch viele sind vorbelastet, wie etwa Hans Globke, Adenauers rechte Hand. Das beginnt mit dem Kanzleramt, mit Adenauers Staatssekretär dort, also mit Herrn Globke, und setzt sich fort bis in alle polizeilichen Bereiche, in die Bereiche der Justiz. Wir wissen, dass die Führungsriege am Anfang im Bundeskriminalamt, in den Landeskriminalämtern, in fast allen Verfassungsschutzämtern, im Bundesnachrichtendienst reine Nazis waren. Wir wissen, dass die Offiziere der Bundeswehr, dass die Generalität der Bundeswehr größtenteils aus der hitlerschen Wehrmacht stammte. Das Land war vollständig renazifiziert. Eichmann steht da noch immer auf der Fahndungsliste der Alliierten. 1950 gelangt er mit Hilfe aus dem Vatikan an diesen Ausweis und flieht damit als Ricardo Clement nach Argentinien. Jahrelang lebt Eichmann mit seiner Familie in Buenos Aires, unbehelligt von Fahndern. Und das, obwohl der deutsche Bundesnachrichtendienst seine Adresse kennt. Bis heute halten deutsche Behörden ihre Unterlagen darüber möglichst unter Verschluss. Dass der Bundesnachrichtendienst schon seit 1952 wusste, wo sich Eichmann aufhält, brachte jüngst eine Klage ans Licht. Nach dem ersten Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. April 2011 hat der BND eine ganze Reihe von Unterlagen herausgegeben. Es waren allerdings eher Presseauszüge aus den 60er Jahren. Darunter hat sich, und das war eine echte Trouvaille, allerdings die Karteikarte gefunden, woraus hervorging, dass Adolf Eichmann dem BND oder seinem Rechtsvorgänger sehr wohl bekannt war und insbesondere der Aufenthaltsort von Adolf Eichmann sehr viel früher dem BND bekannt war als offiziell zugegeben. Nur eine Schlamperei des deutschen Geheimdienstes? Was wusste die damalige Bundesregierung wirklich? Da sagte zu mir, Herr Hauptmann, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Haben Sie noch Geschwister? Wo sind Sie geboren? Ich sagte ihm, wo meine Geschwister sind. Und Ihre Eltern, leben die noch? Sagte ich ihm, nein, meine Mutter ist 1933 in Berlin an Krebs gestorben. Und meinen Vater haben Sie am 12. Januar 1943 mit dem letzten Transport aus Berlin deportiert und von dort nach Auschwitz. Da schaute mich Eichmann an, riss seine Augen auf und sagte, ja, Herr Hauptmann, das ist ja ganz furchtbar.
Und ich wusste wirklich im ersten Moment nicht, soll ich nun lachen oder soll ich weinen darüber, über diese Bemerkung. Er hat auch Tage gehabt, wo er wirklich nicht Eichmann begegnen konnte. Er wurde richtig krank. Avner Less macht sich Gesprächsnotizen, die er ein Leben lang aufbewahrt. Sie geben Aufschluss über die Verhörstrategie, aber auch über seine wahren Gefühle. Was für ein Heuchler und Lügner, notiert er am Ende eines langen Tages. Sie müssen sich vorstellen, dass Avner Less über 200 Stunden mit Adolf Eichmann an einem Tisch gesessen hat, dem Mann, der mitverantwortlich war für den Mord an einem Großteil seiner Familie. Und was das mit einem Menschen macht, dem Bösen in Person gegenüberzusitzen, das konnten wir uns eigentlich nie vorstellen. Avner Less schreibt in seinen Aufzeichnungen über seine Gefühle. Er schreibt darüber, wie schwer es für ihn ist, so ruhig dazusitzen, den harmlosen Hauptmann Less zu geben, während es in ihm kocht und brodelt. Seinen Lebensabend verbringt Avner Less in Zürich. Doch der Fall Eichmann lässt ihn zeitlebens nicht los. Heute liegen seine Aufzeichnungen im Archiv für Zeitgeschichte der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Da ist natürlich ein Schatz da. Und vor allem dadurch, dass es eben sein Privatnachlass ist. Die Historikerin Bettina Stangnet hat die einzigartigen Dokumente erstmals untersucht. Gesprächsnotizen, die auch ein Psychogramm Eichmanns zeichnen. Wer ist dieser Mann, der verantwortlich war für die Deportation und Ermordung von 6 Millionen Juden? Eichmanns Karriere beginnt in Österreich, dem Land seiner Jugend. Nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland soll er hier die Auswanderung jüdischer Familien vorantreiben. Die lässt er systematisch berauben, bevor sie mittellos aus dem Land getrieben werden. Vor Gericht erinnert sich ein Zeuge an Eichmanns Auftreten.